zeig's dir an. Gut. Leute, ich brauche Hilfe. Ich verstehe diese Aufgebraucht-Scheiße nicht. Meine Freundin, die freut sich, wenn was leer ist. Die verwechselt doch da irgendwas. Oder sie ist verrückt geworden. Falls es irgendjemand da draußen gibt, der mich versteht, bitte meldet euch. Scheiße, ich muss aufhören. Sie kommt. Schatz, hast du jetzt endlich die Handcreme aufgebraucht? Ja, habe ich gemacht. Ja, und das Duschgel, halt dich da bitte auch ran. Okay. Versteht ihr jetzt, was ich meine? Das geht so den ganzen Tag. Ich glaube, sie ist durchgedreht. Hi, ihr Wundervollen. Manch einer sagt, ich sei verrückt, weil ich mich so über aufgebrauchte Dinge freue. Aber ich liebe, liebe, liebe einfach aufgebraucht Videos. Ich finde, es gibt nichts Besseres. Denn man erfährt in einem kleinen Video so viel über so viele verschiedene Produkte und bekommt so viele kleine Reviews. Ich finde, das ist wirklich einfach das beste Videoformat überhaupt. Und deswegen starten wir jetzt, denn ich habe richtig viel heute wieder für euch aufgebraucht. Und ich würde sagen, wir legen los und zwar mal mit Parfums. Ich habe nämlich zwei Parfums aufgebraucht, weil ich mir das so vorgenommen habe, jetzt wirklich mal nach und nach meine Parfumsammlung aufzubrauchen, weil da auch viele Parfums dabei sind, die schon älter sind und die ich auch nicht mehr ganz so sehr mag. Und deswegen habe ich jetzt immer stetig nur ein Parfum benutzt, bis das leer war. Und das erste, das leer wurde, war das Madame Glamour Suddenly Parfum. Das gibt es bei Lidl. Das ist ja ein Dupe zum Chanel Coco Mademoiselle. Das riecht auch genau so, würde ich sagen, oder fast genauso, ein sehr, sehr schöner Duft, aber ich werde es mir jetzt erstmal nicht mehr nachkaufen, weil ich ja gerade erst am Aufbrauchen bin, aber eine wirklich Top-Empfehlung von mir, weil das ein Dupe ist eben und das kostet nur 5 Euro bei Lidl. Dann habe ich noch aufgebraucht von Joop das All About Eve Parfum. Das hatte ich jetzt schon mehrmals und das ist immer so mein Parfum, wenn ich nicht genau weiß, was ich für eins möchte, dann nehme ich das. Das ist nicht so teuer und also die kleine Flasche kostet ca. 20 Euro, glaube ich. Und das riecht einfach so, so schön frisch nach grünem Apfel. Aber trotzdem ist es, hat es wirklich so einen edlen Hauch. Also es ist nicht zu fruchtig frisch. Also ich mag das super gerne. Das ist immer so mein All-Time-Favorite. Das kaufe ich immer wieder, wie gesagt, aber jetzt erstmal nicht. Zwei Sachen, die ich aussortiere, weil ich sie einfach überhaupt nicht mehr benutze. Das ist einmal von Balea die Tint Perfection Magic Tint Creme 2 in 1. Ich habe die euch auch in meinem riesen Foundation und BB Cream Vergleich gezeigt. Sie ist vom Finish nicht super schlecht, aber der Duft, den kann ich gar nicht ab. Da wird mir echt schlecht, wenn ich das auftrage. Deswegen kommt sie jetzt einfach weg, beziehungsweise ich verschenke sie. Genauso wie die L'Oreal Lumi Magique Foundation. Die habe ich mir als erste Foundation überhaupt gekauft in einem viel zu dunklen Farbton. Deswegen kann ich sie nicht tragen. Ich habe auch die euch gezeigt in dem Foundation-Vergleich und sie funktioniert auch bei meiner Haut nicht so gut und der Farbton passt nicht, deswegen kommt sie auch weg. Im Bereich Gesichtspflege habe ich auch ein paar Sachen aufgebraucht und zwar einmal den Shea Butter Cleanser von Martina Gebhardt. Das ist wirklich mein heiliger Gral seit diesem Jahr. Ich liebe dieses Produkt und würde es immer wieder nachkaufen. Ich habe versucht, Alternativen zu finden, die genauso gut für meine Haut funktionieren. Habe ich nicht gefunden. Ich muss sagen, das Einzige, was ein bisschen schade ist, der Cleanser nimmt jetzt kein Make-up in dem Sinne runter, also so Rouge und sowas schon, aber jetzt nicht Wimperntusche. Deswegen benutze ich den einfach immer morgens sowieso und abends, wenn ich kein Make-up drauf habe. Dann benutze ich den immer. Super tolles Produkt, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, reinigt sie sanft, die Haut spannt danach nicht. Grandios. Dann habe ich noch aufgebraucht von Paula's Choice eine Tagescreme und zwar aus der roten Serie, die Skin Recovery Daily Moisturizing Lotion mit SPF 30. Super gute Creme, toller Lichtschutzfaktor, zieht toll ein, lässt sich toll verteilen, wirklich ein sehr, sehr guter Lichtschutzfaktor. Ich benutze aber noch lieber die von Bioderma, deswegen habe ich jetzt das hier nicht wieder nachgekauft. Ein Produkt, das ich sofort wieder nachgekauft habe, ist von Palmen Rosehip Oil. Das habe ich auch euch in meiner letzten Hautpflegeroutine am Abend gezeigt. Das ist eben reines Wildrosenöl, das in so einer Glasflasche daherkommt. Ich benutze das jeden Abend, jetzt schon seit fast einem Jahr. Super tolles Produkt, macht die Haut sehr ebenmäßig, nimmt Rötungen von der Haut weg, nimmt auch kleine Pigmentstörungen von der Haut, versorgt die Haut gut mit Feuchtigkeit. Richtig, richtig, richtig gutes Produkt. Für den Körper habe ich eine Sache aufgebraucht von norwegische Formel, also von Neutrogena, die Deep Moisture Body Lotion Sensitiv Parfümfreie Pflege. Die habe ich mir eben genau deswegen gekauft, weil sie parfümfrei ist und ich da im Sommer eine Zeit hatte, wo ich gar keinen Bock hatte auf parfümierte Body Lotion. Und ich fand sie wirklich gut. Also sie hat die Haut geschmeidig gemacht, sie war nicht zu dünnflüssig, aber auch nicht zu reichhaltig für den Sommer. Für mich war sie genau richtig. Ich muss aber sagen, was mich jetzt am Ende gestört hat, dass durch den Pumpstoß nichts mehr rauskam, obwohl
obwohl unten noch Bodylotion drin war. Das heißt, ich musste das aufdrehen und rauskippen. Fand ich ein bisschen nervig. Außerdem ist, soweit ich weiß, Neutrogener nicht tierversuchsfrei. Deswegen werde ich mich da mal bei Balea umschauen. Ich glaube, die haben auch eine parfümfreie Bodylotion und werde die dann erstmal testen und die hier nicht nachkaufen. Dann habe ich ein Trockenshampoo hier liegen von Alge Marina. Das gibt es bei Müller oder bei Rossmann. Und das ist so aus der Drogerie mit mein liebstes Trockenshampoo. Das macht die Haare sehr, sehr schön fluffig wieder, gibt ihm ein bisschen Volumen, aber verklebt die Haare nicht so sehr. Ich mag das richtig gerne, habe aber jetzt hier eins von Isana gerade stehen, das meiner Mama nicht gefallen hat. Und sie hat es dann mir gegeben und das brauche ich gerade erst auf. Aber dann danach werde ich wahrscheinlich das von Alge Marina wieder nachkaufen. Außerdem liegt hier mein allerliebstes Deo und zwar ist das leider von Garnier. Garnier ist ja nicht tierversuchsfrei, aber für mich ist das das beste Deo. Und das ist auch sowas, ich möchte die noch von Wolkenseife ausprobieren. Die sind ja auch ohne Aluminiumsalze, aber ansonsten aus der Drogerie, ich habe schon viel, viel, viel ausprobiert, auch von Balea oder auch von CD. Die funktionieren alle bei mir nicht. Da bin ich auch dann wirklich so, dann kaufe ich auch das immer wieder nach, habe es jetzt auch wieder für den Urlaub nachgekauft. Das ist immer das mit der türkisen und der lilanen Kappe. Das funktioniert einfach bei mir. Ich mag den Duft, ich mag es nicht, wenn Deo zu stark duftet. Das duftet nur ganz dezent frisch, aber wirklich ganz dezent und schützt mich den ganzen Tag und es ist einfach nur top. Ich persönlich mag ja Alverde Duschgel sehr, sehr gerne und ich hatte jetzt hier eins und das ist mit Vanille und Mandarinenduft aus dem letzten Winter. Ich muss sagen, ich finde den Duft herrlich gut, das riecht wirklich so nach Mandarinen, Vanillekuchen, richtig schön, aber das ist schon so ein Duft, der mir schnell auf den Senkel geht. Also das ist wirklich so ein Duft, ich benutze den 3-4 Mal, das ist schön und dann denke ich mir so, okay, genug. So, aber gut, ich habe mich durchgequält, ich habe es dann zwischendurch beiseite gestellt, ein anderes benutzt und es jetzt wieder zu Ende benutzt und jetzt ist es leer und genau so einen Duft würde ich mir halt nicht nachkaufen. Ich bin halt dann doch eher so der Typ für sehr, sehr frische Düfte oder einfach nur für sehr einfache, pflegende Düfte, so Babyduftmäßig. Das war mir irgendwie zu süß, zu viel. Ich bin einfach da nicht so der süße Duftmensch. Ich habe hier jetzt als nächstes richtig viele Haarprodukte, sehe ich gerade. Und wir fangen mal an mit Balea, mit dem Oil Repair Shampoo. Das habe ich mir schon wieder nachgekauft, weil ich es grandios gut finde. Ich habe das früher schon mal benutzt, sehr, sehr oft. Habe es jetzt eine Zeit lang vergessen und nicht mehr benutzt. Und jetzt habe ich es wieder benutzt und gekauft und ich finde es grandios. Das pflegt die Haare gut. Das duftet unfassbar lecker nach Vanille und nussig, also süß-nussig. Also ich mag diesen Duft irgendwie sehr, sehr gerne, nicht zu aufdringlich und nervig. Die Haare lassen sich danach phänomenal gut durchkämmen. Die sind so geschmeidig, obwohl keine Silikone drin sind. Außerdem ist es billig. Ganz ehrlich, was will man mehr? Weiter geht es mit Alterra. Das gibt es ja bei Rossmann, auch eine richtig gute Marke für Haarprodukte, finde ich. Und da habe ich die Feuchtigkeitsspülung aufgebraucht mit Granatapfel und Aloe Vera. Das ist ja die Serie, die ich immer, immer, immer wieder nachkaufe, schon seit 2 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Und die Spülung ist auch richtig gut. Das ist eine richtig reichhaltige, dicke Spülung. Und deswegen, finde ich, kann man die auch fast schon wie eine Kur verwenden. Also auch ruhig mal länger einwirken lassen. Die hat einen so pflegenden Effekt. Ich habe die Kur meistens auch hier und wechsle da so ein bisschen ab. Aber ich finde, die Spülung ist keine wirklich normale Spülung. Die ist richtig reichhaltig. Deswegen, wenn ihr wirklich trockene Haare habt, ist das ein super, super gutes Produkt, das günstig ist, auch noch Naturkosmetik, Ökotest sehr gut abgeschnitten hat. Ich habe es mir jetzt aber, muss ich dazu sagen, nicht nachgekauft, weil ich nämlich neugierig war auf die Alterra-Serie Glanz, also für glänzende Haare, die leicht kennbar sein sollen. Ich dachte mir, komm, teste ich doch mal ein anderes aus der Serie. Aber das hier kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann hatte ich mir von Head & Shoulders ein Shampoo gekauft, und zwar Apple Fresh. Nicht, weil ich shoppen hatte, habe ich eigentlich, glaube ich, noch nie in meinem Leben gehabt. Ich habe da irgendwie kein Problem mit meiner Kopfhaut. Die ist da total irgendwie unempfindlich, die ist da echt super. Aber ich habe es mir gekauft, weil ich beim Friseur war und habe mir dunkle Strähnen machen lassen. Das ist jetzt auch schon wieder ein Friseurbesuch länger her. Und mir wurden sie zu dunkel. Und bekanntermaßen mit Schuppenshampoo bekommt man ein bisschen die Farbpigmente raus, genauso wie mit so einem tiefen Reinigungsshampoo. Deswegen habe ich mir das gekauft und das wirklich ständig zu der Zeit dann benutzt und es hat auch wirklich einen Effekt gehabt. Deswegen für das fand ich es gut. Es riecht unglaublich lecker nach Apfel. Hammergeil. Also würde das diesen Duft als normales Shampoo irgendwie geben, würde ich es mir echt kaufen. Richtig, richtig lecker. Aber wie gesagt, jetzt so brauche ich es nicht mehr und würde es mir deswegen nicht nachkaufen. Was ich mir auch nicht nachkaufe,
kaufen würde, ist von Sebamed das Urea-Shampoo mit 5% Urea. Ich mag generell Sebamed sehr, sehr gerne, aber dieses Shampoo konnte mich nicht überzeugen. Das schäumt zwar gut und macht die Haare schon irgendwie sauber, aber irgendwie, das war's. Und dann denke ich mir, nee, dann kann ich mein Balea-Shampoo benutzen. Das macht mehr mit meinen Haaren, macht sie geschmeidiger, glänzender, schöner. Das ist so einfach so komplett basic gewesen bei meinen Haaren. Kann man benutzen, aber irgendwie muss man nicht und gibt es Besseres. Deswegen, wie gesagt, würde ich das nicht nachkaufen. Und was ich auch nicht nachkaufen würde, ist von Basler das Koffein-Shampoo. Ich muss dazu sagen, das gibt es nur online, Basler. Und ich habe es mir nur deswegen gekauft, weil ich mir damals diesen großen Pack Silberkonzentratspülung gekauft habe. Und ich glaube, man musste irgendwie noch was drauflegen, sonst hätte man, also man hätte entweder Versandkosten zahlen müssen oder ich habe mir halt dann dieses Shampoo dazu gekauft, damit ich mir keine damit ich mir diese Versandkosten spare, so rum. Ich glaube, das kennen alle von euch. Man hat noch 3 Euro, die man irgendwo noch was kaufen muss, sonst muss man Versandkosten zahlen. Und dann habe ich halt das Shampoo mir ausgesucht. Ja, also ich fand es ein bisschen austrocknend, das hat die Haare ein bisschen struppiger gemacht. Ich konnte jetzt nicht so viel mehr Volumen feststellen. War jetzt für mich nix. Und von Alverde habe ich noch das Haarspray Weißer Tee und Zitronengras. Das ist eine sehr, sehr alte Version. Es gibt es mittlerweile, meine ich, mit einer pinken Verpackung und mit einem anderen Duft. Aber prinzipiell ist das halt ein Haarspray, das mit so einem Pumper daherkommt. Und das fand ich richtig gut. Also das ist jetzt nichts, wenn ihr euch Volumen geben wollt mit dem Haarspray. Aber so eine Frisur wie heute und das drüber, damit das ein bisschen hält, das funktioniert gut. Ich mochte den Duft unfassbar gerne. Es gibt kein Haarspray, das ich kenne, das so gut riecht. Ich glaube, es kommt noch was raus. Schauen wir mal. Ah, na, nee, doch nicht. Aber vielleicht kann ich noch mal dran riechen, weil ich habe schon lange nicht mehr benutzt. Oh ja, es riecht halt wirklich einfach frisch zitronig. Und das ist einfach nur phänomenal. Also ich kann euch diese Alverde Haarsprays total empfehlen. Gebt dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn euch meine Reviews gefallen haben. Ansonsten freue ich mich immer, wenn ihr zuschaut, wenn ihr kommentiert. Wirklich, ich sitze zu Hause vor meinem PC und ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar. Das ist so, so schön, dass ihr so rege Anteil nehmt an diesem Kanal. Danke dafür. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, hier bei Cozy House.